Unsere höchsten Politiker haben heute an der Parade zur Feier des bevorstehenden Sieges über die Vereinigten Staaten teilgenommen. Premier Romanow persönlich überreichte den Stalin-Orden dem Helden des Kampfes, General Wladimir. Wir beide kennen die Wahrheit, Kamerad. Ich meine, die Tatsache, dass Wladimir schneller in Moskau ist, darf doch nicht bedeuten, dass er alle Lorbeeren ernten kann, oder? Na egal. Ich werde Ihnen etwas Wichtiges sagen. Das menschliche Hirn ist eine Pandora-Büchse mit elektronischen Strömungen. Aber wir sind erst ganz am Anfang. Die meisten Gehirne sind nur Befehlsempfänger. Wie auch immer, ein paar sind weiter. Sie senden und empfangen Signale, die Sie ausgesucht haben. Das ist mein Leuchtfeuer. Passen Sie auf. Damit können wir jede Botschaft versenden. Und wir werden diese Hightech-Geräte überall aufstellen. Letzten Endes sind die Amerikaner in unserer Hand. Ihr Geist, ihr Körper und wenn wir wollen, ihre Seele. Kamerad, beginnen Sie diese Psycho-Invasion in New York City. Einen Sieg in dieser Stadt wird Romanow nicht einfach übersehen können. Eintreffende Nachricht. Genosse General, der Premier wartet von Ihnen die Eroberung des bekannten kapitalistischen Schreins in New York, das sogenannte World Trade Center. Nach der Überwältigung der dortigen Verteidigungsanlagen bauen Sie ein Leuchtfeuer, um Kontrolle zu gewährleisten. Willkommen in New York. Ein Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Kommender Conqueror Alarmstufe Rot 2 Sowjetkampagne. Oh yeah, mit mir dem Paranoia. Nun, ich habe es erstmal am Anfang jetzt des Öfteren meine Sabbel ein klein wenig spitz gehalten, denn wir wollen natürlich auch ein klein wenig hier die Videosequenz noch ein wenig mit am Laufen halten. So, was haben wir zumindest gesehen? General Wladimir, der mehr oder weniger uns mitbefohlen hat, eine Taifun-U-Boot Armada-Invasion zu starten. Einheit bereit. Ist natürlich erstmal in Moskau zurückgekehrt und erntet natürlich ja da die Lorbeeren, währenddessen wir hier die ganze Drecksarbeit noch mitmachen. Ja, sind die richtigen. Gut, wie dem auch sei, wir sind jetzt hier zumindest in. Wo sind wir gleich hier noch? In New York, glaube ich. Produktion abgeschlossen. Ja, New York sind wir, weil hier sehen wir natürlich noch hier das World Trade Center. Und. Tja, also was soll man diesbezüglich sagen? Wir sind natürlich schon ein bisschen leicht aufgestoßen und auch Juri ist natürlich ebenfalls der festen Überzeugung, dass wir hier streng genommen, naja, zu Unrecht behandelt werden. Eigentlich müssten wir hier die Lorbeeren ernten, weil wir machen hier die ganze Drecksarbeit. Also mehr oder weniger. Aber na gut, nichtsdestotrotz wollen wir dennoch hier ein klein wenig ins Spielgeschehen mit weiter hineingehen. Und ich habe es zumindest mehr oder weniger mal indirekt mit angekündigt. Wir wollen heute auch mal ein klein wenig Trivia machen. Und zwar wollen wir mal heute auf die Schauspieler der Sowjetunion jetzt mal hier näher eingehen. Zumindest die natürlich auch eine wirkliche Präferenz dazu haben, hier genannt zu werden. Und zwar haben wir zum einen unseren Premier Romanow, der wird hier gespielt von Nicholas Roth. Der ist natürlich hier ein Schauspieler gewesen, der leider am 7. Mai 2007 verstorben ist. Aber dieser Dude, der hat natürlich in diversen Filmen mitgespielt, wie unter anderem hier in Sliders, das Tor in eine fremde Dimension. In Akte X hat er ja auch mal ab und zu mal ein paar Rollen mitgespielt. Ich weiß jetzt leider zwar nicht in welchen, aber na gut, das können wir dann später noch mitsehen. Und erstmal eine eintreffende Nachricht. Kamerad General, Sie müssen Ihre Psychokommandos mehr in Richtung Feind bewegen. Ihre Überzeugungskraft wird eine große Hilfe sein. Das kann ich mir gut vorstellen. So, also, wir haben, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei unseren hier Premier Romanow. Also, der hat natürlich auch noch in der nackten Kanone noch mitgespielt. Der Geist. Und Einheit bereit. Hat natürlich dann, ja, vielerlei an Filme hier mit getätigt. Gut, bevor ich natürlich jetzt erstmal hier mit der Trivia weitermache, will ich erstmal hier zu diesen, wie heißt diese Psy-Trooper-Manne hier eingehen. Das sind natürlich hier lustige Einheiten, die können wirklich hier alles und jeden, na gut, fast alles und jeden kontrollieren, denke ich mal. Obwohl, warte, müsste eigentlich gehen, oder? Wenn ich das gerade sehe, Moment. Kontrolliere mal den da. Nö, macht er nicht.
Okay. Na gut, nebensächlich. Also mit den Psi-Truppern sind wir natürlich hier in der Lage, ja, diverse Einheiten, sei das jetzt zivil oder die des Gegners, einfach mal zu übernehmen. Und wir können damit sogar scouten. Ich bin mir natürlich jetzt immer völlig uneins, ob jetzt hier die gegnerische Armee jetzt so ein kontrolliertes Zivilfahrzeug bekämpfen, wollte ich sagen. Na gut, wer weiß das ganz genau. Nö, macht er nicht. Okay, dann kann ich quasi diese Zivilfahrzeuge Produktion dafür nutzen, um ja, hier wunderbar zu scouten. Währenddessen... Ja, wir natürlich hier die Einheiten hier wunderbar dazu animieren können. Gegen uns, also quasi hier gegen die anderen zu kämpfen. Und warte mal, was sehe ich hier? Das sind doch hier solche Schulbusse. Wunderbar, die kann ich ja wunderbar mit nutzen. Diese können uns ja für großen Nutzen sein. So, wollen wir natürlich jetzt erstmal hier anfangen, hier ein paar Infanterieeinheiten noch mitzubauen. Neben unserer schlagkräftigen Rhino-Panzer-Armee, denn wir wollen natürlich hier im besten Fall auch mal hier wunderschön rumrushen, was das Zeug hält. Und wir können natürlich ein bisschen scouten, was wir hier so mit Feines mit am Start haben. Ist natürlich so bei solchen alten Spielen noch so gang, gäbe, dass hier noch so ein übelster schwarzer Nebel noch mit am Start ist, sodass man keinen Plan hat, was wo ist. Aber na gut, das sei es erst einmal zu verzeihen. Machen wir doch am besten mal weiter mit unserer Trivia-Geschichte. Und zwar haben wir auch hier Lieutenant Sophia mit am Start. Und zwar handelt es sich hierbei um niemand anderen als um Aleksandra Ganiak, eine polnische Schauspielerin, die quasi auch in Filmen mitgespielt hat, wie in Grimm aus dem Jahr 2011 oder auch für die deutsche Verfassung des Films Wasser für die Elefanten aus dem Jahr 2011, also Water for the Elephants. Und dann auch hier in Scorpion 2014 hat sie ebenfalls hier mitgespielt und gibt uns natürlich in diesem Spiel, oder eher gesagt, der Lieutenant Sophia hier die große Ehre. Und ich muss natürlich auch mal so sagen, an sich macht man ja diese Sache hier alle Ehre. Also so wie das quasi von der Überzeugung quasi mit rüberkommt, bei allen dran und drum. Und das ist doch hier so ein Technologievorposten. Damit werden ja quasi meine Fahrzeuge automatisch mit repariert. Das kann ich zumindest zu meinem Vorteil mitnutzen. Na gut, nebensächlich wollen wir erst einmal dennoch hier mal weitere Einheiten noch mitbauen, weil wir brauchen ein bisschen mehr Einheiten. Wir brauchen viel mehr Einheiten, was das Zeug hält. Gut, machen wir am besten mal weiter mit unserem General Wladimir. Wer ist denn überhaupt dieser General Wladimir? Und zwar handelt es sich ja niemand anderen als um den britischen Schauspieler Adam Gregor, der quasi in Filmen wie Volcano Zombies mitgespielt hat oder in Night and Day aus dem Jahr 2010 oder auch in Pfannenflüchtig, Get Out or Die Trying. Zumindest sagte Wikipedia das. Und ja, dieser gibt natürlich hier den General Wladimir hier die große Ehre, also quasi diese Perücke mit dem Wollstropf oder so. Das ist natürlich ja General Wladimirs typisches Merkmal schlechthin. Und wir sehen natürlich auch jetzt hier unsere Psi-Trupper, die natürlich hier ihren Job sehr gut machen. Und zwar, wir übernehmen einfach mal andere Einheiten und sorgen quasi dafür, dass ja, wir förmlich überzeugend sind. Oh. Einheit bereit. Wollen wir doch mal hier ein bisschen Action mit betreiben. So mehr oder weniger. Okay, bevor ich natürlich mit dem, sagen wir mal, vierten als auch letzten Trivia-Kandidaten hier mit angehe, wollen wir doch jetzt zumindest noch mal hier ein bisschen für Action sorgen. Und zwar, ja, wollen wir doch natürlich jetzt mal hier ein bisschen auf Action übergehen. Denn wir haben ja zumindest... Ich möchte noch mal schnell gucken, dass der Vorschusslabor ist mal einnehmen und dann wiederum ein Psycho-Leuchtfeuer bauen und das dann noch mit verteidigen. Das bedeutet, das hier müssen wir dann erst einmal hier beschützen und ich glaube, wir müssen das sogar dann auch gegenüber sämtlichen Flugeinheiten, glaube ich, mit beschützen. War das so? Sicher bin ich mir da nicht mehr, aber na gut, werden wir dann bei Bedarf ja dann selber noch mit sehen. Auf jeden Fall haben wir hier wenigstens die große Ehre, ja, ein klein wenig auf geballte Übermacht quasi hier mit einzugehen. Wenn natürlich, naja, die Einheiten sich auch mal ein bisschen intelligent anstellen würden, so mehr oder weniger. Na gut, was soll's. Keiner ist perfekt. Egal. Dann nehmen wir quasi diese beiden Grizzly-Panzer hier noch mit. Diese sind ja so zumindest der festen Überzeugung, auf unserer Seite hier zu kämpfen. Mehr oder weniger. Als ob. Da habe ich so zumindest noch eine Kaserne, ob die mir... Gut, an sich nützt mir die Kaserne mal überhaupt nichts, aber na gut. Dennoch eine Danke der Nachfrage.
Position bestätigt. Angriff. Ich würde mal sagen, ja, fangen wir mal hier ein bisschen aufzuräumen. Und wie wäre es, wenn wir zumindest Training. Noch mal einen Ingenieur mit reinschicken? Psychisch bereiten Sie mir einen Geist. So, der möchte gerne... Ja, natürlich. Ich würde mal sagen, Einheit der bereit. Übernimmt mir gleich mal so einen Bus. Denn mit diesem Bus wiederum bin ich natürlich in der Lage, ja, Infanterieeinheiten von A nach B zu bringen. Und das kann ich wiederum zu meinem Vorteil durchaus Einheit nutzen. Bereit. Weil, ja, somit sind natürlich die Einheiten schneller mit unterwegs. Okay. Und wir können natürlich mit so einem Bus, wir können natürlich auch so ein einfaches ziviles Fahrzeug nehmen, wenn wir das gerne Einheit wollten. Bereit. Können wir ja hier quasi alles machen. Also wir können natürlich hier die feindlichen Einheiten mit übernehmen. Wir können natürlich auch, wie gesagt, hier diverse zivile Fahrzeuge mit übernehmen. In diversen anderen Karten, insbesondere auch in Multiplayer-Karten, kann man sogar auch andere Lebewesen mit übernehmen. Wie zum Beispiel random herumstehende Kühe oder so. Die kann man dort wunderbar mit übernehmen und was weiß ich alles. Das ist sowas von geil umgesetzt. Und das gibt natürlich ja schon viel Tinte mit, so mehr oder weniger. Oh, man hat also hier mein Psycho-Hengs quasi... Ach so, deswegen, wegen dieser MG-Stellung. Ja, ja, gut. Dann setzen wir quasi Plan B in Kraft. Und zwar, wir machen erstmal so mehr oder weniger hier alles Platz und... Mal sehen, vielleicht kommen wir doch noch anders noch mit hin. Ich gehe. So. Na gut, nebensächlich. Produktion läuft. Also mal sehen, ich könnte bei Bedarf jetzt erstmal hier noch den Weg noch etwas ebnen, damit dann hier mein Psycho-Kommando dann wenigstens eins dieser Schulbusse hier mit übernehmen kann. Und vielleicht nehme ich am besten noch diese Kaserne noch mit, oder vielleicht lasse ich das mit dieser Kaserne. Ach, wir werden mal sehen, wie wir das Ganze hier mit dem Management machen. Einheit bereit. Auf jeden Fall wollen wir erst einmal hier ein klein wenig aufräumen, denn wir haben ja zumindest ja vor... nicht nur hier mal reinzukommen, sondern wir wollen natürlich auch noch etwas lange die Stellung gehalten. Diese Kaserne, die machen wir mal schön kaputt, weil die stürzen schon etwas. Wo hatten die denn jetzt überhaupt hier ihren MBF? Das müssen die doch dann irgendwo hier... Ist das... Ja doch, das hier muss es sein, das MBF. Ah, na bitte. Wunderbar. Das nehmen wir natürlich erstmal schön mit auseinander, denn wenn natürlich kein MBF da ist, können natürlich auch hier keine neuen Gebäude mitgebaut werden und somit haben wir es erst einmal weniger... Probleme schlechthin. Gut, würde ich mal sagen, lassen wir erstmal diese ganzen Einheiten jetzt erstmal hier und kümmern uns erst einmal darum, dass wir jetzt erstmal hier den Weg frei machen. Denn wir wollen ja schließlich noch einen Schulbus noch mit übernehmen. Könntest du nebenbei. Nö, ich könnte hier keine Psy-Truppe mitbauen. Na gut, soll mich jetzt mal nicht davon abhalten. Was soll ich tun? Da kann dieser. Gut, dieser LKW, der. Das ist jetzt erstmal vollkommen egal. Wir werden mal sehen, was wir da gegen machen können. Warte auf Order. Und ein erstes, diese billige MG-Stellung schafft es, diese drei Panzer so mehr oder weniger in Schach zu halten. Ja, ja, gut, ich nehme mich auch. Na gut, jeder wie es will. Also. Insbesondere auch in Juris Rache müsste es dann mit der Fall sein, dass wir dann selbst Juri hiermit steuern können. Hier in Alarmstufe 2 kann man eigentlich ja nur die Siegsgruppe hier mit steuern. Das sind quasi mehr oder weniger Juri-Klone oder beziehungsweise in Juris Rache werden die dann mehr als Juri-Klone mit bezeichnet. Hier sind es natürlich noch reguläre Psy-Truber und diese ermöglichen uns, wie gesagt, ja, alle beliebigen Einheiten mit zu übernehmen, was wir natürlich hier gerne vorfinden können. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wo auch immer jetzt, oder eher gesagt, warum dieser Schulbus jetzt ausgerechnet diese Route hier gewählt hat, ist natürlich jetzt so eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber na gut, jeder wie es gerne möchte. Na gut, will ich doch mal sagen, beginnen wir jetzt einfach mal hier mit einem schnellen Aufräumkommando schlechthin. Kriegt ihr es gegebenenfalls fertig hier, diesen einen. Ja. Diese eine Rhino-Panzer wird allen Ernstes mit Kugeln dosiert, na gut, was soll's. Egal. Nutzen wir doch hier die Gelegenheit und sehen natürlich, wie die Einheiten erst, wie in einer Liste quasi hergebracht werden. Jetzt bin ich natürlich mal neugierig. Wird jetzt eigentlich dieser Schulbus, der natürlich jetzt mit meinen Einheiten hiermit gepackt ist, automatisch von den feindlichen Einheiten mit aufgemischt?
Wäre ein bisschen kontraproduktiv, aber gut, wir wollen generell mal sehen, wie wir das Ganze hier managen können. Elektrodenbereicher auf dem Feld und raus mit der Suppe! Wollen wir natürlich jetzt erstmal hier noch ein bisschen aufräumen und ich muss natürlich sicher gehen, dass ich definitiv dieses Forschungslabor nicht mit kaputt mache, weil das muss ich ja erobern und dann natürlich ja aufrechterhalten, also und so weiter. So, haben jetzt erstmal hier ein bisschen was gemacht. Okay, verstehe. Mein Schulbus, den kann ich also quasi hier weiter nutzen und das juckt an sich niemanden. Dann würde ich mal sagen, freie Fahrt, oder? So mehr oder weniger. Dann machen wir das doch einfach mal. Gut. Wollen wir natürlich, last but not least, hier noch die letzte Trivia noch mitmachen. Und zwar, wer spielt denn überhaupt den Yuri hier, den wir hier mit am Start haben? Also quasi unseren Chefstrategen. Gebäude eingenommen. Gebäude verkauft. Achso, da wird automatisch verkauft. Vielleicht kann ich behilflich sein. Okay, gut. Währenddessen wir natürlich jetzt erst einmal hier noch die dieses Leuchtfeuer noch mit verteidigen müssen, kommen wir natürlich jetzt nach wie vor jetzt erstmal zu unserem Yuri. Und zwar wird er hier gespielt von dem deutschen Schauspieler Udo Kier. Der hat natürlich auch in Hollywood mit diversen anderen Schauspielern hier schon eine große Filmszenerie mitgemacht, also unter anderem mit Keanu Reeves, mit Bruce Willis, also quasi Mr. Stopp, langsam 1 bis 800. Oder auch mit Arnold Schwarzenegger wurden schon diverse Filme mit gedreht. Und der hat natürlich so in Filmen wie wie nennt man das? Ach ja, hier Dancer in the Dark aus dem Jahr 2000. Oder auch Dracula 3000 hat er quasi hier mal aktiv mitgespielt. Oder auch in der Spieleverfilmung Far Cry hat er quasi auch mal mitgespielt. Oder auch in Filmen wie 1,5 Ritter, da spielt er natürlich hier den Luitpold Trumpf. Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, 1,5 Ritter, das ist an sich ein guter Klamauk-Film. Das kann man sich schon mal gerne antun. Unter anderem auch hier mit Starbesetzung wie mit Til Schweiger. Also den Film, den kann man sich schon antun, Einheit aber wenn wir schon so gerade ein klein wenig von Film sprechen, ein Film würde ich zumindest nicht empfehlen. Und zwar die Verfilmung des Spiels in Far Cry. Also quasi Far Cry als der Film. Der Film wiederum von dem Spiel, der ist streng genommen absolut sowas von grottenschlecht, das geht gar nicht. Also das hat dann auch nichts mit dem Spiel selbst mit zu tun und das ist dann schon wirklich so eine Sache, die dann einfach nur schlecht mit herübergekommen ist. Aber na gut. Gut, wie dem auch sei, das sei natürlich jetzt erst einmal von meiner Seite aus hier mit der Trivia hier mit gewesen, weil die Mission ist auch sowieso gleich hier mit zu Ende. Und deswegen werden wir nach wie vor. Ach, na gut, wenn die meinetwegen meinen, dass hier noch. Oh, man sieht jetzt ja viele Einheiten. War das jetzt so eine gute Idee? Unsere Basis steht unter Beschuss. Na gut, die können das ruhig hier überrennen. Gehen die 20 Sekunden mal ein bisschen schneller rum. Das wäre nicht mit verkehrt anzusehen, weil ansonsten bin ich hier etwas leicht aufgespissen. So mehr oder weniger. Oh, dankeschön. Unsere Basis steht unter Beschuss. So viele Stimmen in meinem Kopf. Es lebe die Sowjetunion. Wow. Einsatz erfolgreich. Lese ich mich doch ein, lass es noch mit überrennen, aber das geht in Ordnung. Okay, also 30 Minuten war dafür angesetzt und wir machen das in knapp 17,5 Minuten. Also mal sehen, das Psycho-Leuchtfeuer wurde so schnell gebaut, dass dadurch eine ganze amerikanische Panzerdivision überwältigt wurde, bevor sie fliegen konnte. Ja, ich habe diese Panzerdivision gesehen, so in den letzten paar Sekunden dieser Mission. Na gut, was soll's. Wenn es euch gefallen haben sollte, Daumen nach oben, das wird stets ein Loben und dann sehen wir uns quasi das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein und macht's gut.